Meine persönliche Arbeitssituation ist ganz wild durcheinander, weil als Gemeinderätin arbeite ich in der Stadt Salzburg und dann bin ich selbstständige Trainerin und fahre sozusagen in zwei Systemen parallel. Kann mir ganz viel selber einteilen, das ist toll, komme aber auch zeitlich unter Druck, weil in diesem ganzen selber einteilen ich glaube in Summe mehr Arbeit, als ich früher gearbeitet habe als Angestellte. Also hast du schon das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren vielleicht verschlechtert hat? Also hast du das Gefühl, dass der Druck einfach höher wird? Also aus Perspektive der Selbstständigen hat sich der Druck enorm erhöht. Und ich kenne das jetzt auch im Umfeld. Sehr viele Selbstständige sind Ein-Personen-Unternehmen, also Leute wie ich. Ich arbeite jetzt als Trainerin im Jugendbereich und müssen sich alles selber schupfen und kriegen in Wahrheit von den Löhnen her recht wenig gezahlt, honorarmäßig, und müssen selber noch Steuern abführen und das Ganze rundherum. Da bleibt am Ende des Tages wenig für viel Arbeit über. Ich wäre ziemlich eindeutig und klar für eine ökosoziale Steuerreform. Ich meine, das ist eher Thema des Finanzministers oder des Parlaments natürlich, wo man auf bestimmte Energiequellen höhere Steuern einhebt und die Arbeit entlastet, das auf der einen Seite. Und zum anderen, glaube ich, ist ganz wichtig, auch eine Vermögenssteuer einzuführen. Das heißt, jene, die viel haben, mehr dazu beitragen, um jene zu unterstützen, die weniger haben. Im Bereich der Selbstständigen geht sicher in Sachen Sozialversicherung einiges besser, auch in wie die steuerlichen Grenzen sind für Selbstständige, kann man sicher einiges verbessern. Auch der Schutz, wenn man arbeitslos wird als Selbstständiger, man ist ja quasi, man hat oft einen großen Auftraggeber, ist quasi wie angestellt, aber dann doch nicht, hat auch den Schutz nicht. Wenn man dann in die Arbeitslosigkeit geht, ist man, oder krank ist, steht man da ohne. Da gibt es sicher einiges zu ändern. Ja. Ja, Birgit, wo siehst du denn im Moment die drängendsten Probleme im Bereich der Arbeitsmarktpolitik? Also für mich ist es also ein totaler Skandal, dass es in Österreich noch immer unzählige Menschen gibt, die den ganzen Tag arbeiten, also 40 Stunden beschäftigt sind und davon kein Einkommen verdienen, von dem man wirklich leben kann. Also die bekommen weniger als 1.000 Euro netto für Vollzeitarbeit und das finde ich einen totalen Skandal. Und ich denke, es ist dringend notwendig, dass wir da ein Gesetz schaffen, das eben ein Einkommen über der Armutsgefährdungsschwelle garantiert. Ja, Stichwort Mindestlohn. Wie würdest du dich da positionieren? Wir haben es in den letzten Jahrzehnten nicht geschafft, über die normalen Kollektivvertragsverhandlungen genau solche existenzsichernden Mindestlöhne zu erreichen. Ja? Wenn man sich anschaut im Tourismus, im Handel, da sind die Löhne extrem niedrig. Also brauchen wir ein Gesetz. Wir brauchen ein Gesetz zur Armutsbekämpfung, das Mindestlöhne über der Armutsgefährdungsschwelle garantiert. Nur gesetzlich kriegen wir das in den Griff. Ja, wie sind da politisch die Perspektiven? Ist es realistisch, diese grüne Idee auch umsetzen zu können? Wir verhandeln da sehr hart. Leider ist es so, dass halt die Positionen der Sozialpartner, also der schwarzen Roten jetzt einmal übersetzt, da extrem eingefahren sind. Die sagen, alles im Bereich der Kollektivverträge organisieren, nichts über die Gesetze. Aber ich sage, ich bin eh für Kollektivvertragsverhandlungen. Die sollen alles ausgestalten, was sie wollen. Aber wenn sie es nicht schaffen, Mindestlöhne zu garantieren, von denen man leben kann, dann passt das Regime nicht. Da muss man gesetzlich eingreifen, um nur unten quasi abzusichern. Ja, die Grünen fordern eine Rentenreform. Wie sind hier die grundlegenden Positionen der Grünen? Wir Grüne sagen, es braucht ein starkes öffentliches Pensionssystem. Ja, also wir lehnen das ab, diese privaten Pensionsvorsorgen, die extrem hochspekulativ sind. Man hat es ja jetzt gesehen in der Finanzkrise sozusagen. Die Leute haben jahrzehntelang angespart und schwupps, das Geld war nichts mehr wert. Also es braucht ein stabiles öffentliches Pensionssystem. Und da gibt es Möglichkeiten, wie man das auch wirklich stabil halten kann. Zum Beispiel, indem man das System vereinheitlicht. Jetzt haben wir ein Pensionssystem für Selbstständige, Bauern, die ASVG, wenn sie nicht sind, die Beamten und so weiter. Ja? Und die steuerlichen Mittel werden da sehr ungerecht verteilt. Also die Selbstständigen, die Bauern kriegen wesentlich mehr Steuerzuschuss zu ihren Pensionen als zum Beispiel ein ASVG-Pensionist. Darum sagen wir, ein Pensionssystem für alle, dann kann man die Steuermittel gleich verteilen. Das würde ermöglichen, dass es 800 Euro für jeden einmal Grundpension gibt. Ja? So etwas wie eine Grundsicherung im Alter. Und darüber hinaus gäbe es dann nur eine Versicherungspension, so wie jetzt ASVG, eben abhängig davon, wie viel ich im Laufe meines Lebens gearbeitet habe. Das käme dann da noch dazu. Ja, also
generell mehr Gerechtigkeit im Pensionssystem. Was sind da die Widerstände? Wieso kann es nicht umgesetzt werden? Also wer blockiert es? Es ist leider so, dass auch im Bereich der Pensionspolitik die Positionen einfach total eingefahren sind. SPÖ und ÖVP bewegen sich nicht, die trauen sich nichts zu ändern. Die nehmen durchaus unsere Vorschläge auf. Ja? Also es ist durchaus so, dass das sehr interessiert diskutiert wird, aber sie sind viel zu feig, um irgendwas weiterzubringen. Und darum sagen wir ja auch, es braucht mehr Mut in der Politik, um solche wirklich weitgehenden Reformen vorwärts zu bringen.